Herbert, pass auf! Da ist das Logo! Herbert, nicht! Ich fass direkt drauf zu! Ach du Scheiße! Oder die Versicherung? Ja, du hast das Problem! Stück runter noch! Ja, Stück runter noch! Stopp! Reicht! Reicht! Ich hab dir gesagt, das reicht, Mensch! Jetzt mir fast den Kopf abgesäbelt, Mensch, Junge! Dann zieh ich dir von mir Halt ab, mein Freund! Sorry, Boss! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring! Und Gott sei Dank ist Corona ja endlich vorbei, deswegen freuen wir uns alle, international anerkannten Piloten bei uns begrüßen zu dürfen. Allen voran natürlich den Star aller Stars, den großen Publikumsliebling Sebastian Bulba! Und während die Bordrenner ihre Triebwerke starten, begrüßen wir den Ehrengast des heutigen Rennens, erst kurzfristig aus den USA angereist. Einen herzlichen Applaus für Donald Trump! Red Lives Matter! Und guck mal, Grievous für Arme mit Armen ist auch da! Law and Order! Hallo Mama, ich bin's im Fernsehen! Antarktika war das beste Projekt von Bergmann. Ich freue mich schon auf Orion. Das gibt mir doch nicht zum zweiten Mal heute. Wer soll denn das der Versicherung erklären, Mensch, so ein Scheißdreck? Komm, mach mal rüber jetzt hier, wir müssen was auch mal machen. Komm, die Triebwerke. Oh nein, oh nein, was soll ich denn machen? Das meine Hinten. Ich schieb schon mal rüber. Hallo, zum Glück habe ich nicht gesagt, dass ich bei Funk arbeite. Yay, oh je. Der Giga will aufwendigere Videos machen. Die guckt doch eh keine Sau. Ja, ich weiß. Kompletter Dachschaden hat der Junge. Ich guck lieber Montana Black. Ha, ha, la, la, la. Herzlich willkommen, Hallihallo. Ich bin euer Giga Greevy und spiel heute Star Wars Racer. Star Wars Racer spielen wir jetzt dabei. Und damit Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin euer Giga Greevy und wir spielen heute wieder ein besonderes Spiel. Ein Spiel, das es nun als Neuauflage gab, nämlich Star Wars Episode 1 Racer. Ein grandioses Game, wenn ihr mich fragt. Das gab es für den Nintendo 64, auch für den PC. Und natürlich habe ich jenes für den PC besessen oder besitze es immer noch. Wir hatten das tatsächlich mal im Stream gespielt, ganz kurz, weil es echt, es war eine Krücke. Es war richtig schwierig, das Ding im Stream zu spielen über den PC. Es hat nie so richtig funktioniert mit der Auflösung. Und jetzt also ist die Neuauflage rausgekommen für die Switch. Und ich habe mir gedacht, Alter, da schlage ich direkt mal zu. Ich glaube, knapp 14 Euro kostet das Game aktuell im Nintendo Store. Ich hatte noch ein paar kleinere Rabatte übrig. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mal los. GG einfach. Wir haben drei Buchstaben, die wir nehmen können. Giga geht also nicht, aber GG, Good Game. Alter, da ist einfach alles drin. Da ist alles drin, was du brauchst in dem Namen. Jetzt habe ich GGG genommen. Verdammte Axt. Star Wars Racer, der Name verrät es, glaube ich, schon so ein bisschen. Ist natürlich ein Rennspiel. Angelehnt an dem großen Podracer-Rennen aus Episode 1. Und wir schlüpfen zuerst in die Rolle von Anakin Skywalker, den einige von euch sicherlich kennen werden. Und müssen natürlich auch als allererstes beim Boonta Eve mitmachen. In der Amateurklasse auf Tatooine. Mindestplatzierung. Wir müssen vierter Platz mindestens werden. Wir rasieren Sebulba, dass. Wir rasieren ihn so stark, dass er am Ende nur noch Bulba heißt. Nicht mal Bulba, sondern nur noch Bulma. Du kannst einfach in Dragon Ball anfangen, Sebulba. Oh, Alter, Leute, guckt euch diese Grafik an. Das ist echter. Von wann ist das Spiel? Von wann ist das Spiel? Ich muss los, verdammt. Ich glaube 1999, I don't know. Diese Grafik, Alter. Bombastisch. Wie fahre ich denn? Hier. Hier ist Gas. Ich will den Booster einsetzen. Ich will... Boost. X. Booster. X. Nein. Booster! Nein, das auch nicht.
A-Knopf! Es ist der A-Knopf! Uah! Achtung, Temperatur! Spannende Musik, die auf YouTube bestimmt gecopyrighted, claimed wird. Tschüsse, Bulba! Ich fahr mal mit meinem Superspeed. So, also ihr seht schon, oben natürlich ganz normale Anzeigen, wie man das aus Rennspielen kennt. Ihr habt noch eine kleine Minimap mit eurer Karte. Ich wette, die kann man auch noch ein bisschen verändern. It's a new lap record! Und das Geile ist, es gibt hier offenbar einen Splitscreen-Modus für die PlayStation, für die vielleicht auch, aber für die Switch auf alle Fälle, denn das Spiel ist auch für die PlayStation 4 remake worden. Ihr könntet also rein theoretisch auch mit eurem Best Buddy, ich glaube aber nur lokal, das Spiel auch gemeinsam zocken. Was natürlich schon sehr, sehr geil ist. So Leute, wollt ihr mal was Geiles sehen, Leute? Wollt ihr mal was Geiles sehen? Hallo? Ich will... Turbo! Ja! Ich hab vergessen, dass mein Triebwerk brennt. Kann ich jetzt eigentlich nochmal einen Booster machen? Was passiert denn? Triebwerk brennt. Ja und? Mir doch egal. Ruf doch die Feuerwehr. Vollidiot. Ist mir einfach egal. Ich glaube, da zahlt keine Versicherung. Da baust du eine Vollkasko für das Ding. Was kann ich denn noch so... Oh! Was kann ich hier noch so machen, wollte ich wissen. Reparatur. Ich kann reparieren. Ich habe doch gar keinen Druiden bei mir. Okay, was kann ich noch? Drücken wir mal auf den linken unteren Knopf. Oh yes, hier wird die Ansicht gewechselt. Oh, das ist ja süß. Links, rechts, oben. Okay. Slimo! Anakin, beruhig dich, ja? Beruhig dich, Anakin. Das ist extrem laut. Das war mal mein Lieblingspart in diesem Spiel. 1200 Druguts gewonnen, das ist die Währung hier. Ja, mit Abstand, Sibulba, wer bist du überhaupt? Sibulba, who are you? We don't even know your name anymore. Okay, damit haben wir das zweite Rennen jetzt tatsächlich freigeschaltet. Es gibt echt viele, ihr seht es. Es sind nur die ersten drei verschiedenen Turnierklassen. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere oder drei weitere sogar. Ich glaube, sechs insgesamt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Maps. Grafisch hält das mit den Top-Titeln aktuell mit. The Last of Us 2. Wer? Skyrim mit HD-Modpacks? What? Okay, geiler Grafikbug auf alle Fälle. Ist schon mal 10 of 10. Oh, guckt euch diese tollen Texturen da hinten an, bei den anderen Podracern. Liebe ich. Und auf geht's. Die Jagd beginnt. Okay, kann ich hier irgendwas... Au! Hey, Kollege, komm mal ran jetzt. Komm mal ran, Kollege. Fahr mal rechts ran. Komm, fahr mal rechts ran jetzt. Ha? Hast du immer die große Klappe jetzt, ha? Scheiß Mercedes-Fahrer, Alter. Na, komm mal ran hier, Tito, ha? So, Timo. Timo? League of Legends, Timo? Nee, Timto heißt er. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem, weil ich nur noch Platz 3 bin. Weil es nur noch eine Runde zu spielen. Aber ich hab den Turbo, ich hab nicht den Turbo, ich bin tot. Lass das mal Sebastian Vettel machen. Ha? Ich fahr auf der A2 nach Hannover und gewinne dieses Rennen. I don't know. Copyright-Musik, die ich einfach nachmache. Lalalala, neuer Podracer für meine Sammlung. Jetzt können wir hier in die Werkstatt auch mal gucken. Diese geile Grafik, Alter. Jetzt gibt's hier ein Menüanzeigen. Aber, jetzt, okay. Nein. So, wir können rein theoretisch also unseren Podracer mit den verschiedensten Teilen ausrüsten. Wir können uns auch neue Reparaturdruiden kaufen. Auch das ist möglich. Dafür müssen wir aber hier auf den Schrottplatz gehen.
I got a lots of a junk. I got a lots of a... Katja Wojci Golova! What the hell are they losing? I am betting heavily on Sebulba. He always wins. Gibt es immer so ein paar sehr günstige Teile, die man kaufen kann. Man kann aber auch richtig in den Laden gehen. Welcome to Otto's Shop, huh? Ja, gibt's da für Bremsen, für die Reparatur, für die Kurvenlage, bla bla bla. Da könnt ihr euch euren Podracer also super gut ausstatten. Und ihr könnt natürlich auch geile Pitruiden kaufen. Die lohnt sich auch regelrecht. Dafür kann man ruhig mal was ausgeben. Andererseits, ich repariere meinen Podracer irgendwie nie. Also I am betting heavily on Sebulba. He always wins. Halt's Maul, Watto! Halt's Maul! So, jetzt können wir rein theoretisch die Podracer wechseln, weil ihr könnt euch ja Stück für Stück auch neue freischalten. Ein paar haben wir schon jetzt am Anfang. So, Team, du kennen wir gerade, ne? Dieses komische australische Känguru. Dann haben wir hier diesen coolen Vogel. Ein Warzenschwein. Das ist Grievous für Arme. Mit Armen. Wir nennen ihn Elon Hustene Mac. Vielleicht ist es auch der fünfte Sohn von Elon Musk. Auf dem Mars gezeugt. Möglich. Ja, Mundharmonika, Mann, ist auch mit am Start. Ja, und das ist es dann auch erstmal, ne? Mehr gibt's erstmal nicht, aber das ist ja schon eine gute Auswahl. Und wie gesagt, ihr könnt euch das ja alles freischalten hier, indem ihr die ganzen Maps macht. Und das ist ja alles der Wahnsinn. Und ach, hör mir auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im besten Rennen. Ich bin hier auf einem Asteroidengürtel. Hier ist ein ganz tolles Gefängnis und die Gefangenen müssen ja auch belustigt werden. Und deswegen gibt es jetzt hier für die Gefangenen als auch für die Gefängniswärter und dem Chef des Gefängnisses, der aussieht wie ein Typ, der auf dem Marktplatz 85 Jahre stillsteht, um wenigstens 20 Cent für seine Familie zu erhalten durch die vorbeilaufenden Passanten. Ein tolles Spektakel. Wir fahren auf der Autobahn. Alter, was bist denn du für ein Kollege? Lass mich mal vorbei jetzt! Dit, rittit, rittit, dit. Hurra! Du. Ich hätte auch oben langfahren können. Ach, das ist ja die Map! Ich erinnere mich. Nein! Star Wars Soundtrack. Sound Design 10 of 10. Hallo. Guck mal das. Eine Nacktmull. Alter, die Musik ist einfach mega intens. Die ganze Zeit Duel of the Fates auf dem Ohren. Da kannst du auch Geschirr abspülen mit der Musik und du fühlst dich einfach wie der Meister aller Jedi-Ritter. Oh, hier ist wieder der Kollege. Ah, nee, ist ein anderer Kollege. Hallo, wer bist du denn du? Du bist, glaube ich, Nevaki, ne? Glaube, ja. Was war denn da los? Kurz im Weltraum unterwegs. Als ob ihr mich jetzt alle nochmal überholt zum Schluss. Ja, vergesst's. Hallo! Nein! Alter, ich bin Neunter. I can't take it. So, jetzt fahren wir mal oben lang. Hier gibt's nämlich eine geile Abkürzung. Also was ähnliches. Wir sind Platz 5. Platz 7. Wir sind nur Platz 4. Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Ah. In Deutschland, we call it a total defeat. Das ist das erste Mal gewesen, ihr Lieben. Das ist ja nur ein kleiner Einblick gewesen in die Welt von Star Wars Episode 1 Racer. Ist ein sehr cooles Spiel, wie ich finde. Sicherlich, ich weiß jetzt nicht, wer von euch Rennspiele generell spielt. Ich weiß nicht, worauf ihr besonders achtet. Das ist einfach eher so zum Gag. I don't know. Es macht halt Spaß. Es macht Bock. Es ist teilweise auch recht anspruchsvoll, gerade die späteren Rennen dann. Am Anfang ist es natürlich auch für Einsteiger sehr, sehr freundlich alles angelegt. Aber ihr habt durchaus die Möglichkeit, noch ein bisschen was aus euren Racern rauszuholen, indem ihr sie eben mit diesen Teilen verstärkt. Ihr müsstet euch allerdings, finde ich, entscheiden, welchen Podracer ihr hauptsächlich fahren wollt und den dann ausstatten. Denn
Die Credits sind ein hohes Gut, oder die Truguts besser gesagt. Und dann müsst ihr schon überlegen, okay, für welchen Racer kaufe ich jetzt genau welches Teil? Oder will ich alles in einen stecken und den zum besten, allerbesten Boardracer machen? Das ist der insane, alles zerfällt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat, dieses Video anzuschauen. Und vielleicht habt ihr sogar Bock, jetzt selber euch das Spiel runterzuladen. Wie gesagt, es kostet knapp 14 Euro aktuell im Switch Store. Es gibt auch einen Splitscreen-Modus, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und ich gehe mal stark davon aus, dass der Preis und auch die Funktionen sich nicht so sehr unterscheiden von der PlayStation 4-Variante. Also falls von euch jemand eine PlayStation noch hat oder die noch wirklich regelmäßig nutzt, meine steht ein bisschen abseits aktuell, dann könnt ihr natürlich auch da gerne zuschlagen. Ansonsten schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei, die sicherlich jetzt hier irgendwo aufploppen. Das ist es erstmal von meiner Seite aus gewesen. Ich wünsche euch noch einen fabelhaften Tag. Möge die Macht mit euch sein. Und ich sage Good Game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGrivy. Ciao, ciao.